Bei den französischen Streiks gibt es ein zentrales Thema. Es geht um den Erhalt des Sozialsystems. Mehrere 10.000 Demonstranten marschierten durch Paris, um gegen Sozialabbau und Haushaltskürzungen zu demonstrieren. Alle Sektoren von der Bildung über Verwaltung, Verkehr und Gesundheit sind betroffen. So zum Beispiel die Krankenhäuser. Wir haben nicht genügend Mittel. Wenn zwei Pflegekräfte oder zwei Krankenschwestern fehlen, dann können wir sie nicht ersetzen. Aber die Arbeit muss trotzdem gemacht werden. Wenn wir nicht kämpfen, hat das Konsequenzen für unsere Kinder. Mir geht es natürlich um meine, aber die sind aus dem Gröbsten raus. Ich bin noch jung, ich glaube, ich werde eine Rente haben. Aber meine Kinder? Präsident Macrons Sparpläne sehen unter anderem vor, den beamtenähnlichen Status der Bahnbeschäftigten abzuschaffen und Stellen im gesamten öffentlichen Dienst abzubauen. Frankreich will so zum ersten Mal seit 10 Jahren die EU-Defizitgrenze wieder einhalten können. Hier auf der Place de la Bastille sammelten sich die Demonstrationszüge der Beamten und Eisenbahner unter dem Motto »Rettet den öffentlichen Dienst«. Emmanuel Macron hatte den Abbau von 120.000 Stellen in 5 Jahren angekündigt, schon während seiner Wahlkampagne.